Ja, ich habe von 2007 bis 2012 das Boogie Dump abgeführt, also Fraggy Hip Hop Basis und eben meine ganzen Freunde, Mostheads und so war es Stammkundschaft und so hat sich das einfach ergeben, dass man dann 2007 im Juli das erste Ding gestartet hat. Große Partie eigentlich, also zwischen Hag und Weißrauch ist eine große Hip-Hop-Community eigentlich, sagen wir eine ganze Partie. Sonst wird das mit dem Bab hätte das auch gar nicht funktioniert eigentlich. Sicher 50, 60 Leute, wenn wir so ein Jam gestartet haben, dann waren schon mal, war die Partie mal sicher. Jetzt mit der Garage sie machen sehr gerade fein, dass wir da halt auch wieder ein paar Jams drin starten können. Und so wird das dann weiterrennen, ja. Liebe zur Musik einfach. Ja, und es ist eine Alternative. Das war auch was tut. Zumindest ist ein bisschen verbreitet in der Umgebung, sodass die Leute sehen, dass Hip-Hop Leute nicht nur böse Jungs sind. Ich sag's generell zur Stadt ist anders. Es ist eigentlich von 200 bis 400 Leuten hat sich eigentlich immer gespielt. Es ist immer ein bisschen mehr geworden. Vielleicht nächstes Jahr mal passieren. Ja, aber es kommt darauf aus, sagen wir auch, wie es heuer alles rennt. Und ja, so hält man es auch mal vor, dass man es vielleicht in Wieselburg am Messegelände in einer Halle machen mit einem Skate-Contest verbunden. Ja. Ja, aber das steht alles noch in den Stern. Ja, so eigentlich, die Stadtleute nehmen das eigentlich schon ziemlich gut auf. Aber durchs Moosbitzfeinde, wir haben schon ein paar Leute haben eigentlich schon dazu gebracht, dass sie eigentlich einmal draufgekommen sind, dass da nicht nur um Wiederschimpfverein geht, sondern dass das schon ein bisschen einen Sinn auch macht. Kein Minusgeschäft und Spaß. Kein Minusgeschäft. Es ist einfach die Leute mit den Acts mitgängen. Einfach. Das ist das Wichtigste, nicht dass Abstand von der Bühne werden. Wie gute Eindrücke haben wir, wo wir am Rand gehen. Das hat aber immer noch funktioniert. Man hat es wieder so passt.